herzlich willkommen bei diesem Video. Mein Name ist Inka Trulay, ich bin Physician Assistant hier an der Klinik für Herzchirurgie in Harburg und zusätzlich auch für die VLE-Koordination verantwortlich. Und wir wollen Ihnen jetzt einmal hier den Standard unseres LVADS-Verbands vorstellen. Und hier ist meine Probandin, wo wir einmal bei dem LVOD-Kabel die Austrittsstelle markiert haben für Sie. Das sind einmal die Materialien, die wir hier im Klinikum verwenden, die Sie auch brauchen für den LVAD-Verband. Zum einen brauchen wir einmal eine OP-Haube und einen Mund-Nasen-Schutz, einmal Handschuhe, sterile Handschuhe in ihrer jeweiligen Größe, dann Fließkompressen in der Größe 7,5 x 7,5, eine Schlitzkompresse in der gleichen Größe, dort sind jeweils zwei Stück in einer Verpackung. Dann haben wir hier von der Firma 3M, ohne Werbung machen zu wollen, ein Braunylen-Fixierpflaster. Das sehen Sie gleich in der Demonstration, wie wir das anwenden. Eine sterile Einmalschere, ein normales Pflaster, ein bisschen Mullverband. Hier haben wir dann eine Möglichkeit der Zugentlastung. Das ist eine sogenannte Drainage-Fixationsklammer von der Firma Hollister. Die bringen wir an, um das Kabel vor Zug zu schützen. Aus diesen beiden Materialien stelle ich noch einmal eine günstigere Variante vor, weil diese Platte ungefähr im Schnitt 5 Euro kostet. Dann Sprühdesinfektionsmittel für die Haut. Hier hinten haben wir die Teladerm von der Rolle. Das ist ein Folienverband, den wir uns zuschneiden. Und hier einmal natürlich ein Desinfektionsmittel. Dann fangen wir einmal an mit dem Verband, und zwar setze ich mir zuerst einmal Mund- und Nasenschutz auf. Dann die OP-Haube. Desinfizieren wir noch einmal die Hände. Gehe dann zunächst in die Einmalhandschuhe. Und würde jetzt so anfangen, den alten Verband zu lösen. Hier haben wir jetzt keinen, das zeige ich Ihnen dann nachher aber noch einmal in einem extra Video, wo wir den Verband dann angelegt haben und den dann wieder abnehmen. Wenn ich den Verband dann gelöst habe, ziehe ich mir die Einmalhandschuhe wieder aus. Desinfiziere mir nochmals die Hände. Und fange an, den Verband vorzubereiten. Und zwar nutzen wir einmal die Zeit für die Desinfektion auf dem Patienten, um den Verband vorzubereiten. Deswegen ziehe ich mir noch einmal erneut Einmalhandschuhe an. Frische, weil die alten sind ja kontaminiert. Und sprühe die Austrittsstelle großflächig, einmal, Vorsicht, es wird kalt, mit dem Desinfektionsmittel ein. Hebe das Kabel auch ein wenig an und sprühe von unten und habe dann somit genug Zeit, die Einwirkzeit zu beachten. So, nun bereiten wir uns sozusagen eine sterile Ablage vor. Dazu breiten wir die sterilen Handschuhe einmal aus auf einer glatten Oberfläche, zum Beispiel auf Ihrem Esstisch zu Hause oder bei dem Patienten oder auf dem Nachttisch. Und fangen an, die sterilen Kompressen jeweils auf die Fingerspitzen zu werfen, weil dann ist es für Sie einfacher, in die sterilen Handschuhe zu kommen. Möglichst natürlich in steriler Vorgehensweise die Kompressen abwerfen, ohne sie zu berühren.
Zuletzt noch die Schlitzkompresse auf. Dann schneiden wir uns von der Tegaderm-Rolle ungefähr 3 bis 4 Stücke, so 10 cm ab. Dann brauchen wir noch das Pronylen-Fixierpflaster, was wir jetzt vorbereiten. Und ich bereite jetzt noch einmal schon die günstige Variante der Zugentlastung vor. Und zwar nehmen wir uns da das ganz normale Pflaster. Das hier hat jetzt die Größe 10x6 cm. Da können Sie gucken, was Sie sozusagen in Apothekenhandel bekommen. Wir falten das Pflaster einmal in der Mitte, schneiden es auf der verdickten Fläche zweimal ein, im Abschnitt von 0,5 cm ungefähr, klappen es wieder auf und schneiden uns ein Stückchen Mullverband ab. Falten das zwei, dreimal und können das dann hier durch diesen vorgefertigten Schlitz durchfädeln, damit das dann so am Ende aussieht. Jetzt ist die Desinfektionslösung auf der Patientenhaut eingezogen und wir starten nochmal mit einer Händedesinfektion. Auch wieder die Einwirkzeit beachten und auch die Hände trocknen lassen, damit sie dann besser in die sterilen Handschuhe kommen. So, wenn Sie Rechtshänder sind, starten Sie mit der Anlage der sterilen Handschuhe mit rechts. Nehmen sich diesen Handschuh raus und sehen, Sie haben hier jeweils diese Handschuhe einmal umgeschlagen. Sie gehen mit der rechten Hand in den Handschuh. Ziehen ihn komplett hoch, halten die Hände dann so vor sich in der Höhe, nehmen den linken Handschuh aus der Verpackung, spannen sich diese Umschlagfalte ein wenig auf und ziehen das dann über ihre linke Hand hoch, greifen mit der linken Hand dann nochmals in die rechte Umschlagfalte und sind so dann mit der Anlage fertig. Dann nehmen Sie sich zuerst die Schlitzkompressen, die beiden. Falten Sie einmal auseinander, sodass wir zwei zur Verfügung haben und starten dann die erste, um das Kabel zu legen. Die zweite legen wir dann entgegengesetzt herum, um einmal die Austrittsstelle zu verdichten. Dann falten wir eine der anderen Kompressen einmal in der Mitte und legen dieses als Druckschutz unter die Driveline und dichten dann das Ganze noch mit ein wenig Kompressen ab. Und dann ist schon der sterile Teil fertig. Sie können trotzdem die Handschuhe anbehalten und können dann mit dem Folienverband fortfahren. Dazu nehmen Sie sich die abgeschnittenen Tegaderm-Folienteile und das Pronylen-Fixierpflaster. Diese Folie ist ganz praktisch bei der Handhabung. Sie sehen hier einmal eine Zahlenbeschriftung, und zwar die 1 und hier vorne in der Mitte klein die 2. Das heißt, Sie fangen mit dieser Seite an, die Folie zu lösen und bringen sie auf der
Patientenhaut an, drücken diese dann ordentlich fest. Wenn möglich, ist es schön, den Bauchnabel freizulassen und ziehen dann die Nummer 2, also sozusagen die zweite Seite der Folie ab. Auch nochmal schön nachfahren, damit das ordentlich an der Haut sich anschmiegt. Dann sehen Sie hier an dieser Stelle, dass hier noch ein wenig Luft eindringen kann in den Verband. Das wollen wir verhindern, weil das Wichtigste an diesem Verband ist, dass keine Luft eindringt. Deswegen nehmen wir jetzt das Bronyn Fixierpflaster, ziehen erst wieder die eine Seite ab, bringen das dann hier an und ziehen auch richtig bis zum Anschlag dorthin und lösen dann, damit das ganze Pflaster auch nicht wieder so steif ist, wieder die zweite Seite des Pflasters ab. So, dann verwenden wir eine weitere Schicht zur Abdichtung. Und kleben auch immer ein wenig versetzt. Und drücken hier auch nochmal schön an das Kabel dran. Hier bei dieser schmalen Probandin reicht dieser Folienverband so jetzt aus. Es ist wichtig, dass Sie nochmal kontrollieren, wo der Folienverband endet, sodass auch alles schön luftdicht verschlossen ist. Und da der Verband ungefähr ein- bis zweimal bei unauffälligen Wundverhältnissen die Woche zu wechseln ist, dass dieser Verband für diesen Zeitraum auch sozusagen hält. Deswegen können wir dieses Stück jetzt sozusagen aufheben fürs nächste Mal und in den Schrank tun. Es ist sinnvoll, die Folie und auch die Verbandsmaterien an einem Schrankfach zu lagern, damit das Material nicht vollstaubt. So sieht jetzt der fertige Verband aus. Als letzten Schritt bringen wir jetzt noch die Zugentlastung an. Dazu nehme ich mir die Hollister Fixationsplatte aus der Verpackung. Löse wieder die erste Seite ab. Und bringe jetzt ungefähr in Höhe dieses Verbindungsstück des Kabels die Platte einmal an. Es handelt sich hierbei um einen relativ normalen, üblichen Kabelbinder. Sie sehen hier unten einen kleinen Schlitz, wo wir dieses Kabel einmal durchführen können. Und damit dann festziehen. Dann lösen Sie den zweiten Teil des Pflasters ab und drücken es wieder auf der Haut fest, damit es sich schön anschmiegt. So. Jetzt schließe ich den Kabelbinder . Sie hören auch schon, es rastet auch richtig ein. Ordentlich bis zum Anschlag festziehen, sodass Sie, wenn Sie dann hier dran ziehen, auch eine Sicherheit auf dieser Stelle haben. So. Könnten Sie sich einmal ein wenig auf die Seite drehen? So, um diesen kleinen
Wenn das immer wieder rausrutschen sollte, weil es irgendwie ein wenig hakt, können Sie es auch ein wenig weiter links fixieren. Hauptsache, Sie haben diese Sicherung vollzogen. Dieses Stück ist natürlich recht unangenehm für den Patienten und deswegen gibt es die Möglichkeit, das so einmal umzufalten und hier unten in eine weitere kleine Öffnung zu stecken und das so einmal anzudrücken. Dann ist es nicht so spitz hier hinten. So, Sie können sich wieder zurückdrehen. Dann haben wir jetzt hier noch die günstige Variante. Die bringe ich jetzt einmal hier weiter oben an. Und zwar haben wir dann dieses Pflaster, wo wir hinten auch wieder hier die erste Seite lösen. Dann bringen wir das in Richtung des Kabels einmal auf der Haut an. Natürlich dann an dieser Stelle des Körpers und nicht hier oben, aber jetzt einmal beispielhaft. Und können dann dieses Kabel mit diesem Mullverband einmal richtig ordentlich festknoten. Zweimal. Und dann kann man die restlichen Enden mit der Schere abschneiden. Und hat hier genauso eine günstige Variante gebastelt. Und somit entsorgen Sie dann alles und sind mit dem Verband fertig und desinfizieren sich noch einmal zum Schluss die Hände. So, jetzt zeigen wir Ihnen noch einmal im zweiten Video, wie wir den Verband natürlich zuerst vor der Anlage abnehmen bei den Patienten. Dazu lösen wir zuerst die Fixationsklammer, indem wir rechts und links dieser Stelle ordentlich draufdrücken und so das Kabel vorschieben können. Kleinen Moment. So. Dieses hier kann man auch eventuell zweimal benutzen, wenn natürlich noch die Haftung gegeben ist. Dann fangen wir an, die Folie zu lösen. Dazu suchen wir uns einen Anfang. Dann kann man sich auch die Schere zur Hilfe nehmen, vorsichtig natürlich. Um hier zu gewährleisten, dass wir die Platte ein zweites Mal benutzen können. Dann lösen wir hier, schlagen das einmal ein und lösen hier die luftdichte Abdichtung. Vorsichtig natürlich mit der Schere, damit wir nicht das Kabel verletzen. So, und damit sind Sie fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei einer Probe.